Seid gegrüßt. Ich, Clotilde, die Fränkin aus dem 8. Jahrhundert, erzähle alte Geschichten und Sagen aus dem Ochsenfurter Gau. Heute eine Geschichte aus Riedenheim und sie heißt In der Christnacht fließt Wein. In der Christnacht, Schlag 12 Uhr, solang die Glocke hallt, springt aus dem Brunnen Wein statt Wasser. Kaum einer aber hat es gewagt, dieses Wunder zu erproben. In Riedenheim lebte einmal eine vorwitzige Magd, die füllte in der Christnacht ihre Butte am Brunnen mit Wein. Als sie stolz damit nach Hause gehen wollte, begegnete ihr ein schwarzer Mann, der trug eine rote Feder am Hut und hatte feurige Augen. Er fasste die Magd hart an und sagte, »In deiner Butten trägst du Wein, für diese Sünde bist du mein.« Dann packte er die Magd und fuhr mit ihr durch die Lüfte davon. Die Butte fand man am anderen Morgen leer auf der Straße.